Für unser Malprojekt brauchen wir einmal Abklebeband oder Washi-Tape. Wir brauchen ein Aquarellpapier. Ich benutze hier mattes Aquarellpapier. Das könnte ich euch auch tatsächlich empfehlen. Wir brauchen drei Pinsel. Einmal Größe 4, Größe 8 und einen größeren Flachpinsel oder hier so einen Katzenzungenpinsel. Und natürlich eine Aquarellpalette, je nachdem aus den Tuben, die habe ich hier, beziehungsweise auch die schon vorgefertigten Aquarellpaletten in den Näpfchen. Die sind auch ganz wunderbar und funktionieren super. Natürlich brauchen wir dazu auch noch Wasser und am besten immer noch so eine wassersaugende Unterlage wie ein Krepppapier oder ich habe hier immer so ein altes Maltuch im Prinzip. Im ersten Schritt geht es jetzt erstmal darum, dass wir unser Aquarellpapier hier einmal abkleben. Mit komplett klarem Wasser wird jetzt hier einfach einmal mein Untergrund großzügig und schnell eingestrichen. Ich betone immer schnell ganz gerne hier im Aquarell, weil wenn ich hier zu langsam arbeite, dann ist meistens der Fall, dass ich da am Anfang, wo ich begonnen habe mit dem Wasser, es dann schon angetrocknet ist und die Stellen, die ich gerade erst fertig gestrichen habe, sind dann noch nass. Wir wollen aber eine gleichmäßig nasse Fläche haben, deswegen so wie ich hier einfach nochmal im Anschluss nochmal komplett rübergehen. Und ich benutze dafür tatsächlich für meinen Hintergrund einmal Kobalt Türkis Light von Winzer & Newton. Wer das nicht hat, der kann einfach einen hellen Blauton nehmen oder mit Wasser verdünnt. Den Hintergrund, den streichen wir sowieso jetzt hier einfach mal. Also hier muss ich auch ein bisschen zügiger arbeiten. Wirklich hier mit so einem verdünnten Farbton einmal ein. Nur hier so die oberen Stellen. Und der untere Hintergrund, der wird dann nämlich rosé werden. So. Und für den Roséton benutze ich auch von Winzer & Newton Opera Rose oder Opera Rosé. Je nachdem, wie es ausgesprochen wird. Wer den Farbton nicht hat, das ist überhaupt nicht schlimm. Der kann hier natürlich auch einfach einen Rotton nehmen. Oder auch gerne einen ganz hellen lila Ton, das sieht auch ganz toll aus. Und dann hier so ein bisschen vermischen. Aber wir wollen hier wirklich nur ganz hell und transparent bleiben. Und dann reicht das hier schon. Die Übergänge muss ich hier auch gar nicht so stark nachgehen. Die haben sich hier sehr, sehr gut vermischt. Und damit belasse ich es tatsächlich schon im ersten Schritt und lasse es einmal komplett austrocknen. Ist unser Untergrund einmal komplett ausgetrocknet, nehmen wir uns unseren Pinsel Größe 8 vor und mischen uns einen pink-lila-Ton zusammen. Wir geben ungefähr so 2 Wasserladungen zu unserer Farbe hinzu, damit wir ungefähr eine mittlere Transparenz bekommen. Wir wollen es nicht zu transparent haben, sondern es soll auch noch schön decken, damit der Kontrast zum Untergrund einfach wirklich schön gegeben ist. Und direkt angefangen werde ich mir jetzt hier ganz flockig einfach hier meine Blüten von der Seitenansicht einmal hier auftragen. Ich denke jetzt gar nicht so viel drüber nach, wie die Blüten angeordnet sind, sondern ich lege einfach erstmal drauf los mit einer größeren Blüte. Und hier denke ich mir einen Mittelpunkt und von diesem Mittelpunkt aus ziehe ich jetzt hier einfach meine Pinselstriche und hier nochmal ein, wieder zum Mittelpunkt zurück. Hier ein Blütenblatt und hier in der Mitte auch noch. An der Seite kann noch ein kleines sein, ne? Und damit haben wir jetzt hier schon unsere erste Blüte. Und das Ganze mache ich jetzt hier unten auch noch mal so ein bisschen versetzt. Die darf ja auch anders einfach auf der Wiese stehen. Hier einfach Striche sehr ungleichmäßig auf jeden Fall. Zwischendurch auch mal ein bisschen freilassen. Hier noch ein bisschen und hier einfach noch einen Strich. Hier kann ich noch mal ein bisschen Farbe reingeben, damit es noch ein bisschen dunkler wird. So. Und zwischendrin auch noch mal ein paar kleinere Blüten.
1, 2, 3 Striche, ungefähr so. Die kleineren Blüten sehen dann aus, als wären sie eher im Hintergrund. Und da arbeite ich dann zum Beispiel nur mit der Spitze. Hier ist die Blüte zum Beispiel abgeschnitten. Hier haben wir auch noch eine. Einfach immer aus dem Mittelpunkt heraus arbeiten wir hier mit so ganz ungleichmäßigen Strichen. Und hier sieht man die Blüte nur ganz doll abgeschnitten. Und hier an der Seite auch noch eine. So. Ja, und damit haben wir tatsächlich schon unsere Blüten fertig, würde ich sagen. Wir könnten hier hinten vielleicht noch so eine kleine. So. Ne? Ja, und das würde ich tatsächlich schon dabei belassen. Pinsel auswaschen, ablegen. Und den Pinselgröße 4 können wir uns gleich einmal vornehmen. Hier können wir so ein bisschen warten, bis die Farbe angetrocknet ist, wenn sie tatsächlich noch zu feucht ist. Wir müssen aber nicht warten, bis es komplett ausgetrocknet ist, weil hier können sich die Farben ruhig ein bisschen überlappen. Also es darf ruhig ganz kleine Farbverläufe entstehen. Wir wollen nämlich mit dem Viererpinsel einmal unsere Stiele machen. Und dazu mische ich mir hier einen Grünton zusammen, der auch ein bisschen Blau enthält. Das heißt Grün und so ein Ticken Blau. Also ungefähr so eine Pinselladung Blau und der Rest ist dann Grün. Und zwar verbinden wir jetzt hier unsere Punktenden. Wir haben ja von diesem Punkt aus gearbeitet, von unserem imaginären Punkt aus. Und diesen Punkt werden wir jetzt hier mit so einem Stiel, der von unten kommt, verbinden. Und hier kann sich das halt noch so ein bisschen verlaufen. Das ist vollkommen okay. Und zwar diese Blüte hier, die hat jetzt zum Beispiel so ein ganz kleines Blatt. Und da male ich jetzt daneben einfach angrenzend an meine Blüte ein Blatt. Und hier auch die Blüte hier, da sieht man den Stiel nicht. Aber die kann ja trotzdem Blätter haben. Auch hier an der Seite. Und hier unsere große Blüte. Da habe ich hier einen Stiel gemalt. Und hier unten male ich wie so ein Dreieck im Prinzip. Und hier auch Blätter. Noch angrenzend. So. Die müssen auch nicht alle ganz gerade sein, die Stiele. Die können hier auch so ein bisschen abgerundet sein. Hier habe ich jetzt tatsächlich genug Blätter und Stiele verteilt. Wir wollen es ja auch nicht zu überlagern. Also wir wollen immer noch so ein bisschen Platz da drin haben, damit es noch so ein bisschen locker luftig aussieht. Das soll ja auch keine naturgetreue Blumenwiese werden, sondern einfach so eine, die wir uns ausgedacht haben. Und so ein bisschen ja, impressionistisch angehaucht, würde ich sagen. So ganz aus dem lockeren Stil. Und jetzt kann ich hier, auch während die Farbe noch so ein bisschen feucht ist, schon meine Streifen vom Abklebeband abziehen und in der Zwischenzeit kann dann natürlich auch der Rest der Farbe trocknen. So. Ihr seht also, das Bild hat tatsächlich gar nicht so lange gedauert. Die Pinselstriche, die wir hier angewendet haben, waren relativ simpel. Man muss natürlich so ein bisschen den Dreh raus haben und ein bisschen Übung reinbekommen. Aber hier, ich finde, das macht absolut was her, dieses Bild, obwohl es wirklich sehr einfach eigentlich auch in kurzer Zeit entstanden ist. Mit einem süßen zweifarbigen Hintergrund, ein paar Blümchen im Vordergrund. Und ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachmachen und ich freue mich einfach aufs nächste Mal und sage bis dahin. Tschüss!